Cello, letztes Spiel im Kalenderjahr 2022. Worauf liegt der Fokus in dieser knackigen englischen Woche? Ja, wir haben ja jetzt vorgelegt gegen den FSV Zwickau. Ein sehr kampfbetontes Spiel gewesen. Wir haben uns das hinten raus dann nochmal erarbeitet, nach dem Nackenschlag nochmal zurückzukommen und jetzt erstmal gut regenerieren. Wir hatten gestern frei. Jeder hatte die Möglichkeit, zum Physio zu gehen, zum Sedi zu gehen, sich nochmal ja, massieren zu lassen. Und heute wird dann bestimmt nicht so viel auf dem Plan stehen. Einfach nochmal vielleicht taktisch auf den nächsten Gegner eingehen. Ja, und dann heißt es noch einmal Gas geben. Und ich habe es den Jungs nach dem Spiel im Kreis nochmal gesagt. Wir haben jetzt die Chance in der Woche mit den zwei Spielen, sage ich mal, das Momentum von der ganzen Hinrunde so ein bisschen zu kippen und einfach mit einem richtig guten Gefühl in die Pause zu gehen. Viele reden ja immer von Mentalität. Ich würde sagen, man hat auch wie gegen Zwickau gesehen, Mentalität ist da. Wie wichtig ist es auch zu sehen, auch in der 90. Minute, Spiel ist nicht vorbei, sondern wir können so ein Spiel dann auch wieder für uns reißen? Das tut auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube, jeder Fußballer lernt dann auch durch solche Erlebnisse, okay, ey, nie aufstecken, immer weitermachen. Und selbst wenn dann das 1-1 unglücklich passiert, muss man sich kurz schütteln. Und dann, wenn man dann weitermacht, kann man auch nochmal belohnt werden. Und die drei Punkte waren jetzt immens wichtig für unser Selbstvertrauen. Ja, und wie ich es gerade gesagt habe, einfach ehrliche Arbeit, jetzt noch 2, 3 Tage nach Oldenburg fahren und Ärmel hochkrempeln und einfach schauen, dass man da nochmal 90 Minuten alles investiert, was man hat. Ist ja auch die längste Auswärtsfahrt des ganzen Jahres oder der ganzen Saison. Was macht man denn so im Bus? Was kann man sich da vorstellen? Wie verbringt ihr eure Zeit? Ja, wir haben da eigentlich immer ein gutes Miteinander. Ein paar spielen Karten. Wir hatten öfters auch schon mal Pokerkoffer dabei. Dann gibt es den einen oder anderen, der Wizard spielt. Serien werden natürlich auch geschaut auf Netflix, Amazon Prime. Ja, von daher, also wir sind auf jeden Fall beschäftigt und wir haben da ein gutes Miteinander. Und dann die letzte Frage in diesem Jahr, Cello. Worauf wird es ankommen, beziehungsweise was ist der Schlüssel zum Erfolg am Sonntag? Ja, gar nicht irgendwie jetzt große Worte, sondern einfach, wie ich es gesagt habe, Ärmel hochkrempeln. Wir haben einfach die Gelegenheit, mit einem richtig guten Gefühl in die Pause zu gehen. Ich habe vor den zwei Spielen gesagt, Jungs, zweimal all in. Ja, jetzt haben wir Halbzeit, jetzt haben wir 90 Minuten gegen Zwickau erfolgreich bestritten. Und jetzt kommt am Sonntag wieder ein schwieriges Spiel. Oldenburg ist auf jeden Fall eine kampfbetonte Mannschaft und wir sollten jetzt einfach einfach hingehen und unser Bestes geben und dann schauen, dass wir auswärts einfach auch mal dreifach punkten. Dann viel Glück, Cello, und dann hoffentlich mit 3 Punkten wieder hier.